Hallo alle zusammen, heute gibt es ein Video von mir, mal wieder seit langer Zeit. Ja, heute trainiere ich Ganzkörpertraining. Bei diesem Training versuche ich alle Grundübungen zu machen. Wobei heute hat es leider mit der Brust nicht geklappt. War irgendwie zu müde nach dem letzten Training. Lief auch nicht nach Plan, das letzte Training. Ja, auf jeden Fall mache ich hier bei der ersten Übung Kniebeugen. Hier versuche ich halt maximal 90 Grad Winkel runter zu gehen, nicht weiter runter, weil sonst reißt man sich echt die Kapseln oder was weiß ich was. Also das reicht vollkommen, vor allem je höher die Gewichte sind, desto gefährlicher wird das. Ja, als nächstes Übung mache ich Good Mornings. Ich habe früher immer Kreuzheben sonntags gemacht, aber das mache ich ja schon dienstags bei meinem Lat-Training und deswegen versuche ich das halt abzuwechseln, dass es nicht zu monoton das Training wird, dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Auf jeden Fall Good Mornings, zwar nicht mit viel Gewicht, aber letztendlich muss es ja ziehen. Ich versuche ja sonntags bis zum Muskelversagen zu trainieren. So viele Wiederholungen wie es geht, meistens. Ja. Bin jetzt zurzeit in der Massephase, habe schon 4 Kilo zugenommen seit September. Richtig gut. Ja, nächste Übung ist einmal Klimmzüge. Genauso. 4 Sätze, 3-4 Sätze bis Muskelversagen. Jedes Mal, dann kurze Pause, 1 Minute und dann weiter. Die erste Übung ist halt breiter Griff. Als nächstes mache ich dann engen Griff. Seht ihr gleich. Ja, habe jetzt in der Massephase, wie gesagt, bisschen Kreatin und so. Meine Masse im Moment, ich wiege 84 Kilo, aber Bizeps 41 cm. Das sind 9 cm mehr, seitdem ich trainiere. Ja, und 12 Kilo mehr. Oberschenkel habe ich jetzt 61, Bauch 74 cm Umfang. Also recht gut. Aber bei eng trainierst du halt deinen Rücken und deinen Bizeps mit. Mag die Übung. Als nächstes mache ich Bizeps. Hier mal halt oberkörperfrei, dass ihr besser meine Form seht. Genauso bis zum Muskelversagen. Mein Ziel ist es halt jetzt auf 90 Kilo zu kommen, also noch 6 Kilo zuzunehmen. Den nächsten Sommer versuchen bei 85 Kilo ca. 10% Körperfett zu haben, vielleicht 8, aber nicht weiter runter. Weiter runter will ich nicht gehen. Ja. Bis zum Muskelversagen, bis man nicht mehr kann, bis die Muskeln brennen. Dann 3-4 Sätze davon, du fühlst dich so gut danach. Als nächstes mache ich Dips. Auch versuche ich nicht weiter wie 90 Grad runter zu gehen. Ist genauso oberkörperfrei gemacht. Leider darf man nicht im Fitnessstudio bei uns oberkörperfrei trainieren, sonst würden es wahrscheinlich alle machen. Aber es war gegen Schluss, gegen Ende. Da darf man es. Wenn es keiner sieht. Ja, somit war mein Training zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich ein bisschen auf Feedback freuen. Bei Ideen, was ihr sehen wollt, was ihr hören wollt. Und dann werde ich es versuchen umzusetzen. Dankeschön. Tschüss.